Willkommen zurück bei Wohin das Leben führt, Teil 25. Heute ist der große Tag. Wir ziehen auf unseren Hof. Heute Nacht habe ich ausnahmsweise mal im Haus meines Onkels und meiner Tante geschlafen, denn ich habe gestern schon den Wohnwagen abholen lassen. Der ist verkauft worden. Und beim Händler habe ich zu heute Morgen einen Tieflader und einen Dolly bestellt und wir fahren jetzt rüber und beladen den Dolly schon, den Tieflader schon einmal mit diesen beiden Geräten und unserem Gewicht, welches noch beim Händler steht, und kommen dann zum Hof zurück, um den Rest zu verladen. Ich möchte nämlich nicht 5, 6, 7, 8 mal fahren, sondern möglichst so wenig wie möglich. Im idealer Fall nur einmal. So, und deswegen sind wir jetzt schon beim Händler. Er hat mir bereits bestätigt, dass alles beides hinten steht und wir es nutzen können. Jetzt hat es allerdings heute Nacht auch noch geschneit. Gut, wir haben Winter, leider muss man damit rechnen. Ungünstig für die Straße, schön natürlich für alle Kinder. Und auch unsere Felder können jetzt zur Ruhe kommen. Aber wie gesagt, für uns zum Fahren ist das jetzt natürlich nicht einfacher. Aber dennoch werden wir das irgendwie hinbekommen. So, ihr seht auch, wir haben oben am Kontostand hat sich wieder einiges geändert. Wir haben ja gestern noch die Düngemissionen abgeschlossen und hatten dann etwas über 30.000 Euro auf dem Konto. Und dann kam noch die Biogasanlage mit dazu. Die bescherte uns noch einmal. Was bescherte uns die Biogasanlage heute Nacht? 36.000 Euro. Und so ergibt sich die Summe von 71.000 Euro. Na, das war nicht ganz. Dann müssen wir mal da noch hingehen. So, denn jetzt haben wir das so. Jetzt können wir den abkoppeln und können uns die Spritze und den Zusatztank schon mal auf den Hänger fahren. Gut, ich sehe schon, zweimal werden wir mindestens fahren müssen. Denn ja, den Grober muss ich definitiv einzeln holen dann, der noch auf dem Hof steht. Den werde ich jetzt hier nicht noch mitbekommen. Aber gut, das wird dann eine zweite Tour. Das ist okay. Und das kann man verkraften. Gut, dass wir nicht allzu viel mehr am Hof haben, denn alles, was irgendwie mit Grastechnik zu tun hat, steht ja bei der Biogasanlage. Da lasse ich es auch stehen. Denn die größten Grasflächen sind ja unmittelbar hinter der Biogasanlage, die wir besitzen, beziehungsweise die ganz große dann in Zukunft besitzen werden. Dementsprechend lassen wir das so. So, ich werde jetzt mal noch das Gewicht holen, welches hier noch beim Händler steht. Das ist unser erstes Gewicht. Und das steht hier auch schon eine ganze Weile. Aber vielleicht brauchen wir es nochmal. Ich denke, das muss man jetzt nicht unbedingt veräußern. Auch wenn es nicht mehr schön ist, aber sein Zweck sollte es noch erfüllen. So, dann fahren wir das da drauf. Und dann können wir zum Hof rüberfahren. Die Düngerspritze noch holen. Nein, nicht die Dünger, sondern in dem Moment die Pestizidspritze. Und dann muss ich, fällt mir gerade ein, leider zur Biogasanlage laufen, denn ich brauche einen Frontlader. Und der steht an der Biogasanlage am John Deere. Da, sonst kann ich nämlich die
Container, die IWC-Container, welche ich noch am Hof zu stehen habe, gar nicht mitnehmen. Das heißt, das werden wir dann auch einmal machen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nichts verlieren. Und doch ist alles da. So. Da die Fahrzeuge ja hier, unsere Mitfahrer hier immer sehr vorsichtig sind, dann werden wir mal auf der gegenüberliegenden Seite parken. Und wie ihr seht, dort drüben stehen noch diese IBC-Container, die ich brauche. Also die ich noch aufladen will. Und ja, wie gesagt, die sind günstiger mit dem John Deere zu handeln, deswegen fahre ich mal kurz zur Biogasanlage. Dann lasse ich den New Holland dort stehen und fahre mit dem John Deere zum Hof. Mach mir vorher noch die Palettengabel ran, damit ich die dann besser aufladen kann. Und fahre dann mit dem John Deere erstmal zum Hof. Und wenn ich den später zur Biogasanlage bringe, hole ich mir den New Holland wieder ab. So, da sind wir dann auch schon an der Biogasanlage. Sehen, der Bunker ist noch gut gefüllt. Lassen wir hier die Schaufel. Dafür nehmen wir, ihr seht, wie wir rutschen. Für die Paletten gerade mit. Also auf dem Gelände macht das natürlich Spaß, so schön mal ein bisschen rumzudriften. Aber mit dem Anhänger nachher dran wird das natürlich schwierig zu handeln. Aber das werden wir irgendwie schaffen, sodass wir zumindest heil am Hof ankommen. Den wieder leer laden können und dann den wieder beim Händler abgeben können. Möglichst ohne Schienen, denn wir wollen nicht sinnlos Geld ausgeben. Ich denke, je mehr wir sparen können, umso besser ist es. Sind wir am Hof. Dann schauen wir doch mal. Ich würde sagen, das Gewicht packen wir noch mit drauf. Tut mir leid, ich muss ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, entschuldigt bitte, da bin ich wieder. Also, jetzt laden wir erstmal das Gewicht hier auf. Und dann haben wir das schon mal da. Und ich sehe gerade, ich sollte den vorderen Teil des Dollys auf jeden Fall weiter nach vorne fahren. Damit wir hier einfach mehr Platz haben. Ich denke, auf den vorderen Dolly werde ich die großen Container, sprich den IBC-Container und die beiden Saatgut-Düngersäcke dort platzieren.
Dafür ist, denke ich, der Platz ganz gut geeignet. So, als nächstes werden wir dann da auf jeden Fall mal die Spritze noch drauf schmeißen. Und dann kriegen wir auf jeden Fall noch den IPC-Container vorne drauf, das ist gut. Das heißt, bis auf den Grober-Tieflockerer hier bekommen wir alles mit einmal weg. Den hole ich dann einfach später nochmal ab. Ist der Vorteil, dass Tante und Onkel sich das Grundstück ja weiter nutzen kann. Das heißt, wir werden das Grundstück auch nicht aufgeben. Es wird bleiben und zumindest um Sachen abzustellen, kann man das ja auf jeden Fall weiterhin verwenden. Genau. Auch die Mauer habe ich mir überlegt. Die Mauer, die Fläche werde ich ja lassen. Ich werde das keine Grünanlagen wieder machen. Ich werde den einfach noch einen Baum in den Garten setzen. Und dann haben wir das auch. So geht es natürlich auch. So, ich denke mal, das Gewicht werde ich hier lassen. Dann werde ich das nachher mit dem Traktor noch abholen. Ich würde sagen, werde ich erstmal die Beine aufnehmen. Und den Kärcher werde ich auch abholen lassen und mir dann zum Hof liefern lassen. Na, drin rein. So nett. So. So, und auch den anderen Frontlader, den werde ich nachher mit dem hier abholen, dann werde ich den gleichzeitig mit dem Grober rüberfahren und danach werde ich dann die Traktoren wieder tauschen. So dass der dann erstmal wieder an der Biogasanlage steht. Bis er uns dort, du hältst natürlich nicht an, das war ja so klar. Ja. Damit der dann, wie gesagt, wieder an der Biogasanlage erstmal steht, bis wir uns dafür einen passenden Traktor noch geholt haben, der dann dauerhaft an der Biogasanlage bleibt. Und wir dann dafür den hier wieder in den Regelbetrieb setzen.
So, dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt hält. Weil ich hätte das so machen. Ich habe gerade überlegt, ich werde jetzt den Arm einfach hier lassen und den anderen schon mal mitnehmen. Dann ist der andere Arm weg, dann kann ich nämlich den Gruber nachher einfach direkt mit dem blauen Traktor holen. Nachdem ich hier die beiden Dinge abgeholt habe. So, gut. War ja nicht unbedingt einfach, jetzt hier alles zu verladen. Überall kommen diese kleinen Tücken zum Vorschein. Aber zumindest sind die Hallen jetzt soweit leer. Das heißt, wir fahren jetzt rüber zum neuen Hof. Das heißt, wenn hier diese verrückten Fahrzeuge vorbei sind, hänge ich den Hänger zusammen und dann geht's los. So, okay. Hoffen wir mal, dass die Palette da umhält und nicht noch runterfällt unterwegs. Spannseile gibt es hier leider nicht für den für den Tieflader. Wäre vielleicht auch mal eine Option. Leider nicht. Okay. Gut, na dann. Ich werde jetzt mal aus der Perspektive fahren, um zu sehen, falls etwas fällt, dass ich dann im Notfall reagieren kann. So. So, wir sollten natürlich die Rundumleuchten anmachen. So. Am besten noch eine Warnblinker an. So, na dann, fahren wir mal zum neuen Hof. Der Platz, wo er sein soll oder wo er ist, ist euch ja bekannt. Den hatten wir ja schon angeschaut. Wir waren ja bereits auf der Baustelle, als noch der Rohbau des Wohnhauses stand. Mittlerweile, wie gesagt, ist das fertig, eingeräumt, also möbliert, eingeräumt, alles so und dran, alles fertig. Wir haben gestern Abend nochmal einen kleinen Moment dort weitergemacht, nachdem er dann mit dem Düngen fertig war, so die letzten Sachen. Und heute ist, wie gesagt, der offizielle Umzug. Und wir sind auch gleich schon da. Denn der Weg ist ja zum Glück nicht allzu weit. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr das neue Wohnhaus findet. Und auch wie ihr den aktuellen Hof an sich findet. So, wir nutzen jetzt einfach mal direkt die hintere Einfahrt und stellen den aber erstmal einfach hier ab, machen alles aus. So, und dann steigen wir mal runter. Also, wer mein Hofpack von der Alsach-Map kennt, der sollte auch das hier erkennen. Das ist das Strohlager, das ist das Futterlager, habe ich es glaube ich genannt. Da kannst du Stroh, Silage, Heu, alles was du halt für die Tiere brauchst, einlagern. Dann einmal das kleine Hofpack, also Hofsilo. Du kannst hier sämtliche Früchte einlagern mit einer Ladungskapazität von 40.000 Liter. Bei den größeren mehr. Dann einmal den Unterstand hier, der ist ebenfalls aus diesem Pack. Kannst du ganz gemütlich 3-4 Fahrzeuge reinstellen. Hast bei Bedarf auch Licht, welches abends elektronisch angehen sollte. Glaube ja, denn einen Schalter hatte ich hier nicht verbaut. Und dann kommen wir zu dem neuesten von dem neuen. Letztes Mal habt ihr ja nur den Rohbau gesehen.
Wer das Video gesehen hat, Titel war, glaube ich, Nummer 23. Da hatten wir die Hofbegehung. Und jetzt ist das Wohnhaus fertig. Es hat zur Besonderheit von außen erstmal, wir haben eine Klimaanlage, wir haben Sonnenkollektoren auf dem Dach, einen Zaun drumherum. Die Sonnenkollektoren bringen uns auch Geld, abhängig von unserer Schwierigkeitsstufe, die wir nutzen. Genau, das heißt, das Haus versorgt sich mit dem Strom selber und wir haben noch ein paar finanzielle Vorteile davon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und ich stelle euch meine Wohnung vor. Übrigens, Moment, zuerst, bevor man überall eintritt, sollte man natürlich klingeln. So, hier kommen wir in den Flur. Im Flur, ja, was gibt es im Flur zu sagen? Wir haben eine Garderobe, die sollte man haben im Flur. Wir haben einen Schrank, wo man Sachen noch reinhängen kann, falls die Garderobe voll ist. Und wir haben, jetzt kommt wieder die Sache mit dem Rankommen, Licht im Flur. Per Lichtschalter sind dort diese vier schwarzen Teile oben an der Decke. Das sind die Lampen. Wir haben Licht. Dann haben wir das Badezimmer. Da haben wir einmal hier den Lichtschalter. Da können wir dann unser Badezimmer betreten. Wir haben es in Stein gehalten. Das passt ganz gut. Dusche haben wir dort, Toilette war da bei links. Und jetzt kommt eine Sache, die ich bis jetzt im LS19 noch gar nicht gesehen habe. Und wir haben es jetzt hier. Wir haben Fenster, die wir öffnen können. Und zwar alle Fenster des Hauses können wir öffnen. So. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht, aber in der Verlinkung für das Haus in den Credits steht der Name auf jeden Fall drin, auch mit den Fenstern und den Türen. So, dann mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich glaube, Markus. Bin mir, glaube ich, gerade nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt lügen. Aber in den Credits, wie gesagt, steht er auf jeden Fall drin. So, wir haben hier ebenfalls Licht in unserer Küche. Das ist unsere Küche. Hier haben wir so ein bisschen Vorrat. Was wir brauchen so. Wobei unsere Gläser da unten gerade unsichtbar sind. Okay, ein kleiner Fehler, den ich noch beheben werde. Super. Gut, dass ich die mit in der Videovorstellung finde. Na, lieber spät als nie. Wie gesagt, unsere Küche, Waschmaschine, alles und wie eben schon angedeutet, wir können alle unsere Fenster komplett öffnen. So. Dann kommen wir. Gehen wir erstmal in unser Gästezimmer, denn auf diesem Spielstand zumindest ist ja so, dass ich mit vielen Leuten im Idealfall spielen möchte. Können auch, wie gesagt, verschiedene Leute sein, müssen nicht immer dieselben, aber natürlich, dass ich auch gerne eine Gruppe bin. Und auch unsere Gäste müssen irgendwo schlafen. Zwei können das hier tun. Dann haben wir natürlich unser eigenes Schlafzimmer. Das ist natürlich etwas größer bemessen, gemütlich, ebenfalls mit Licht. Und einer Terrassentür, die nach außen öffnet. So sind wir schon wieder in unserem Hof draußen. Und dann gehen wir in den Wohnraum. Ja, im Wohnraum. Ah, mein Mittagessen steht schon hier, seht ihr? Ist ja bald Mittagessenzeit. Hier haben wir unseren Kamin. Damit heizen wir. Wir haben sonst im ganzen Haus eine Fußbodenheizung, aber ein Kamin muss sein. Meine Modellautosammlung. Ich mag Modellautos jeglicher Art. Und deswegen stehen hier auch ein paar davon. Wir haben natürlich ebenfalls Licht hier drin. Auch Ventilatoren. Na, falls es dann doch mal zu warm wird. Und selbstverständlich können wir auch hier in den Hof rausgehen. Ja. Gut. Moment, ich muss einmal ganz kurz das mit den Marmeladegläsern. Schnell mal notieren, weil das sollte noch vor der Veröffentlichung des Hauses gefixt sein. So, gut, damit haben wir dann auch schon unseren Hof, unseren aktuellen Hof, ich sag mal, abgerissen. Hört sich jetzt böse an, aber er ist halt momentan, ist halt noch nicht viel mehr, ne? Wir sind ja im Neuaufbau und ich habe jetzt erstmal das Wohnhaus. Wir müssen ja irgendwo schlafen können und wohnen und so weiter. Und dadurch, dass das fertig ist, hingestellt. Ein Unterstand schadet nicht, wir brauchen ein Hofsilo, deswegen so schnell wie möglich ein Hofsilo, welches schon da ist, und Stroh und so weiter zum Einlagern, denn wir haben da schon was drin, deswegen steht das auch da schon.
Denn ich kann euch das gerne zeigen. Wir haben Stroh bereits 23.000 Liter drinne. Das ist nur das Stroh, was ich so vom Feld runterbekommen habe, bevor der Winter kam und alles weg war. Und ich muss mich korrigieren, das passt nicht 40, sondern 45.000 Liter rein. In das Hofsilo, in das kleine. Genau, und das ist jetzt aktuell unser Hof. Der wird sich noch stark verändern. Wie gesagt, ich baue nebenbei immer noch an einem Hofpack in diesem Stil hier, sodass wir nachher einen Hof komplett in diesem Stil haben werden. Aber das geht halt alles nur nach und nach und nicht alles auf einmal. Und so werden wir dann nach und nach den Hof neu bestücken, umverbauen, viele verkaufen und so weiter und so fort. Und genau, Tiere war auch so meine Idee, so Tiere, also Tiergehege herzustellen, die in dieser Optik sind. Wie ich das dann nachher mache, muss ich dann einfach schauen. Da bin ich dran. Na? Gut. Dann bedanke ich mich auch schon für diese Folge bei euch. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung, aber leider war mein Sohn ziemlich am Anklingeln und dann klingelt auch gleichzeitig kurz nachdem ich das Video gestoppt habe. Er ist an der Haustür, das ist zum Glück diesmal nicht mit drauf. Genau, es ist halt ungünstig, wenn man aufnimmt, wenn die Kinder unterwegs sind. Gut, bedanke ich mich bei euch, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, mir einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst, ein Abo da lasst. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Nacht, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.